Wir melden uns heute aus Oldenburg, aus der Oldenburger Mühle von Höfmann Reisen. Hier kommen wieder Menschen aus nah und fern zusammen und interessieren sich für die Mühle und fürs Reisen. Wir machen unsere Infoveranstaltung mit einer Mühlenbesichtigung und der Firmenvorstellung. Denn langsam können die Koffer gepackt werden. Hier gibt es Neuigkeiten zu Reisen und Möglichkeiten aus allererster Hand. Es macht einfach Spaß, dass wir wieder einfach was machen können, dass die Gäste hier sind, dass wir, auf Deutsch gesagt, wieder Leben in der Bude haben und ja, dass die Gäste hier sind, zufrieden sind bei Kaffee und Kuchen. Das Wetter ist perfekt, die Stimmung ist gelassen und gestärkt mit Kaffee und Kuchen geht's durch die Mühle, bis ganz nach oben. Die Mühle im neuen Glanz fasziniert, sowohl von innen als auch von außen. Und? Schmeckt der Kaffee? Der schmeckt sehr gut. Sehr schön. Es lohnt sich, hierher zu kommen. War sehr interessant, mal ein bisschen genauer zu hören. Ja, wir waren schon ein paar Mal mit Höfmann auf Reisen. Wollen Sie denn wieder los? Ja, gerne, ja. Geht, ja. Nach Helgoland. Ja, mit Höfmann. Ja. Ich darf überall hingehen, aber wahrscheinlich erst mal in Deutschland selbst. Zuerst jetzt nach Prag und dann Weihnachten wieder mit dem Schiff. Wien war ich noch nicht. Krakow wollte ich noch, in Petersburg. Und nächstes Jahr sehen wir dann mal. Wir haben gerade eben festgestellt, wir sind schon fortgeschritten im Alter und wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist es irgendwann zu spät. Die Oldenburger Mühle von Höfmann Reisen steht ab jetzt wieder für jeden offen und hat so manch eine Reise für ein unvergessliches Erlebnis parat. Wir melden uns bald wieder hier auf diesem Kanal. Liebe Grüße aus Oldenburg.